Ja, von der A8 Abfahrt Bergen. Und dann fährst du durch Bergen durch und fährst eigentlich schon ausgeschildert Richtung Seilbahn Hochfellen. Und da fährst du vorbei und immer hier zu diesem Parkplatz Kohlstadt. Das ist der letzte Parkplatz hier. Kannst du bis ganz hinten hinfahren. Auf diesem Parkplatz kannst du kostenfrei parken. Ja, heute starten wir mit der DAV-Sektion Haus Hamm auf den Hochfellen als Rundtour. Entgegengesetzt der Ausschilderung zur Bründlingalm, die jetzt hochgehen würde, gehen wir jetzt hier das Stück vom Parkplatz zurück und hier über diese kleine Brücke als erstes. Nach 5 Minuten Fahrt durch den Wald kommen wir hier raus und kommen jetzt hier auf eine Skipiste. Jetzt natürlich ein Wiesenhang und folgen da einfach der Trampelspur. So, den ersten Teil der Skipiste sind wir hoch. Jetzt geht es über den Forstweg und genau gegenüber diesen Pfad weiter. Ja, der Weg in den Wald war nur ein kleiner Abstecher. Hier kommt es jetzt gleich wieder raus und geht es wieder weiter auf dem Skihang hoch. So, den ersten größeren Skipistenanstieg haben wir jetzt hier hinter uns gebracht. Das heißt, 350 Höhenmeter haben wir auch schon geschafft. Ich bekomme hier immer High-Life-Informationen, weil wir einmal einen Bergfreund dabei haben, der Geocaching macht heute mit nebenbei. Und ja, der hat natürlich sein Handgerät dabei und gibt mir in die Dokumentation immer gleich die aktuellen Daten. Ja, auch nett. Brauche ich auf den Dreck nicht schauen. Jetzt dreht der Pfad oder die Skipiste wieder leicht nach rechts ein und wir gehen rechts an diesen ersten Felsgebilden vorbei. Ja, jetzt haben wir hier den Skihang im Großen und Ganzen, sind wir jetzt hochgestiegen. Jetzt kommen wir, es geht jetzt hier noch das Stück hoch und dann darum. Da kommt gleich die Bündlingalm, aber wir gehen vorher natürlich auf das Bündlingköpferl. 1221 Meter hoch oder auch Spitzer Stein genannt, habe ich mal gelesen. Ist das so? Schreibt es in die Kommentare, vielleicht wisst ihr mehr dazu. Ich gehe jetzt nochmal hoch. So, das Bündlingköpferl, wie gesagt, 1221 Meter hoch. Der spitze Stein. Oh Leute, schaut mal, wie geil. Jetzt schon rüber Chiemsee, sehr geil. Ja, das heißt, wir haben jetzt 450, 470 Höhenmeter gemacht und maximal eine Stunde sind wir unterwegs, würde ich sagen. So, da hinten hätten wir jetzt die Bündlingalm, zu der gehen wir natürlich nicht rüber, weil wir machen quasi die Skipistenrunde. Das heißt, wir sind ja von hier hochgekommen und gehen jetzt darüber und gehen dann quasi so rechts hinter diesen Bergkamm, zieht sich die Skipiste hoch bis zur Bergstation, Hochfellen und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Gipfel. So, wie gesagt, wir folgen dem Weg, ausgeschildert, ein schöner ausgebauter Steig führt uns jetzt um diesen Felsausläufer herum. Ja, hier sieht man jetzt sehr schön noch die Wegführung darüber und dann hinter diesem zweiten Fels rein. Ich hatte erst gedacht, hier schon in dieses erste Band hier hoch. Mal. Letzten Endes, wer es Freestyle möchte, kann sicherlich auch hier in dieses Car hochgehen. Aber wir folgen einfach mal vernünftigerweise dem Weg. Ja Leute, ihr seht es. Ein guter Pfad im T2-Charakter. Und jetzt hier hoch zu noch ein paar vereinzelte Altschneefelder. Genau. Ja, jetzt sind wir hier nochmal schnell durch die Steinchen durch und folgen nach wie vor weiterhin den gut sichtbaren Pfad. Ja, da oben sehe ich schon eine Markierung und da wird es dann rechts hochgehen. Und dann sind wir in wenigen Minuten schon an der Bergstation und dann auch gleich am Gipfel vom Hochfellen. Ja, vor uns die Bergstation und
Schauen wir mal, wo sich dann der Gipfel selber versteckt. Wir sind nicht aus diesem Tal hochgekommen, das täuscht, sondern wir sind da zwischen den Bergen, da kurz durch, das waren die zwei Steine, wo wir durch sind, und sind aus der anderen Senke aufgestiegen. Jetzt sind wir hier an der Kapelle auf dem Hochfällen und jetzt gehen wir noch die paar Meter runter. Da drüben ist das Gipfelkreuz, die Wirtschaft, Bergstation, ja. So, jetzt ist natürlich ein bisschen Andrang hier oben, eh klar, aber obligatorisch. Merci fürs Auflassen. Schöner Rundblick hier. Nochmal über die kleine Kapelle. Den Hochfällen verlassen wir jetzt. Und zwar nicht auf den Aufstiegsweg, sondern jetzt geht es hier rum. Und wir machen eine schöne Rundtour. So, unser nächster Gipfel in dieser Rundtour wird der Rötelwandkopf sein. Oder Rötelwandköpfe, ich weiß nicht, schauen wir mal. Der ist circa auf 1350 Meter. Und ja, das heißt, wir haben jetzt einmal 300 Meter Abstieg. So, unsere Wegvariante führt uns jetzt hier hinterhalb der kleinen Kapelle durch diese Latschenkiefern durch, relativ scharf hier an diesem rechten, an diesem Grat entlang. Also macht es ein bisschen sachte. Das ist jetzt kein Wanderweg mehr. Also hier die Rückseite vom Hochfällen, Leute, das ist ja schon fast alpiner Charakter. Sehr, sehr schön. Bisschen Altschnee haben wir auch noch, aber wie gesagt, also bitte nicht stolpern hier oben, Leute. Dann geht es einmal hier ein bisschen ungünstig bergab. So, stetig bergab hier über diesen Hang und da drüben, da schaut so ein bisschen, das müsste der Rötel- oder Rotwand, nee, Rötelwandkopf sein. Und schauen wir mal, den würden wir dann noch als dritten Gipfel mitnehmen heute. Wir queren jetzt hier unterhalb von diesem Sattel ganz geschmeidig. Werden uns jetzt tendenziell noch etwas in diese Richtung bewegen. Und dann werden wir mal links den Aufschwung zum Rötelwandkopf nehmen. Da vorne sehe ich schon das Gipfelkreuz und Leute pausieren am Rötelwandkopf. Das Rötelwandkopf, 1379. Merci fürs Auflassen. Ja, schon geil. Jetzt von da oben sind wir gerade gekommen, vom Hochfällen. Und dann eigentlich tendenziell immer hier so oben. Ja, von der Rötelwandkopf kommen wir denselben Kraxelpfad wieder zurück und gehen aber jetzt hier runter und folgen dem abwärts führenden Pfad durch den Wald. Ja, der Abstieg jetzt hier durch den Wald, ein guter Zweier, recht steil, geht es hier runter. Da darf man schon aufpassen, ein steiler Steig. Ja. Ja, jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Der Abstieg also hier durch den Wald, diese Flanke, die ist wirklich arg steil und ja, wirklich gut aufpassen. Also wegrutschen ist hier schon grenzwertig schmerzhaft. Ja, ein paar Aufnahmen habe ich euch ja gezeigt. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennt.
aber das ist schon richtig steil und jetzt wird es gleich noch ein bisschen kraxelig, zeige ich euch gleich. Ja, 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 haben wir gerade gesagt, aufpassen, schon sitzt einer auf dem Popo. Jawohl. So, jetzt haben wir diesen lästigen Waldabstieg, das waren jetzt auch gute 700 Höhenmeter am Stück, abgearbeitet. Jetzt geht es hier noch durch dieses Kiesbett und da drüben geht es dann schon auf den Forstweg. Ja, und damit ist die Runde fast geschlossen. So, wir sind aus dem Kiesbett raus auf den Forstweg links abgebogen, 2 Minuten hier hochgelaufen, weil wir nehmen noch den Wasserfall mit. Da geht es jetzt hier über die kleine über den Holzsteg und da hinten ist schon der Wasserfall. So, hatte ich ja zum Anfang gesagt, dass wir einen Freund des Geocachings dabei haben. Ihr seht ihn da hinten gerade abwandern. Gefühlte 24 Meter, irgendwelche Koordinaten und er erwartet da hinten eine Dose. So, ich mache mein Fazit jetzt gleich hinten dran an die Tour. Wir sind jetzt vom Wasserfall auf dem Forstweg hier zurück zum Auto. Da werden wir jetzt in 10 Minuten da sein. Ja, als erstes die Frage, ist diese Tour anfängertauglich? Diese Rundtour-Variante, die wir gegangen sind, würde ich nicht als anfängertauglich bezeichnen. Der Aufstieg sicher schon bis zum Hochfällen selber, aber gerade der Abstieg dann über die über den Rötelwandkopf und dann diese steile Passage hinunter und über den Grat oben auch. Also das war schon, wie gesagt, sportliches T2-Gelände. Was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, aber für den absolut Ungeübten würde ich diese Wegvariante nicht empfehlen. Es gibt andere Auf- und Abstiegsvarianten auf den Hochfällen, die geeigneter sind. Ansonsten für den schon etwas geübteren Bergwanderer auf jeden Fall dicken Daumen hoch für diese Runde. Wirklich sehr schön, tolle Aussichten und von den Eckdaten her haben wir knapp 1000 Höhenmeter geschafft. Knapp 9 Kilometer sind wir gegangen. Und auch die Gehzeiten überschaubar, 4-5 Stunden. Ich habe ehrlich gesagt die Zeiten jetzt gar nicht so genau im Blick gehabt. Es ist eine mittelschwere Tour oder vielleicht schon fast eine leichte. Auf jeden Fall verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Kommt gern wieder vorbei bei der nächsten Tour. Und bis dahin, ihr wisst es ja eh immer, schön am Berg bleiben, Freunde. In dem Sinne, habe die Ehre, macht's gut. Ciao.